woman. Peter, da hast du aber wieder einen rausgehauen hier. Ja, ich gar nicht, die beiden. Ja, absolut den Laden wieder angezündet. Alles richtig, oder? Wunderbar, ich bin total happy. Ja, das ist die höchste Begeisterungsstufe bei Peter. Also nehmt das ja, nicht das, irgendwie, das dass ihr jetzt denkt, so, was ist los? Gleich erzählt er euch nochmal ganz genau was. Aber wir fragen erstmal die anderen. Hier, du kennst ja auch, lieber Marc, zumindest schon mal das Temperament aus der Familie Hart. Ne? Ja, ja, also ich habe ja fast Jenny gegenüber väterliche Gefühle, weil ich deiner Mutter unheimlich nahe gekommen bin, quasi. Oh, da ist der Vater. Vorsicht, Vorsicht. Obacht, Einspruch. Wollte ich gerade sagen. Und der arbeitet in der Metzgerei, ich wäre vorsichtig. Ne? Also nicht so nah, rein platonisch. Aber trotzdem habe ich natürlich eine Verbindung zur Familie Harte mittlerweile, muss ich sagen. Und ich habe auch wirklich eine Verbindung zu dem Song, weil meine Mutter liebt Shania Twain. Ah. Sehr doll sogar. Und ich habe dieses Lied wirklich sehr, sehr oft gehört und habe so eine tanzende polnische Mutter im Wohnzimmer gesehen und so. Hoffentlich bringt das jetzt nicht wieder diese CD aus der Schublade hervor. Ah, eigentlich gute Idee. Ja. Auf jeden Fall, also ich hatte das gesamte Battle über einfach gute Feelings. Ich hatte gute Vibes, ich hatte gute Laune. Ich habe zwei Sängerinnen gesehen, die das komplett im Griff hatten. Das war nice. Dankeschön. Nee, und was auch noch, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir sind ja manchmal so verkopft, ne, und gucken dann und denken, wir müssen irgendwie genau gucken. Aber es geht nicht immer um Perfektion und es geht nicht immer darum, ob alles perfekt sitzt. Ich habe ein kleines bisschen das Gefühl, dass Sissi, dass du ein bisschen weiter vorne bist, auch mit Erfahrung noch und so, ne? Und dass Jenny da noch ein kleines bisschen vorsichtiger einfach ist auf der Bühne. Ich fand am Anfang ein bisschen, das hat ein bisschen gedauert, würde ich behaupten, so die erste Refrain, wo ihr beide euch wohlgefühlt haben. Und da, ab dann war das für mich echt genial. Ich glaube halt irgendwie so, ich bin bei Steffen, ich glaube, dass, ich muss das nicht sagen. Nee, weil normalerweise habe ich eine Meinung und es ist ganz konkret, aber im Moment, ich finde, ihr habt das beide sehr, sehr gut gemacht und ich lasse es einfach so stehen. Ich finde beide, ihr bringt eine Menge von diesem Rock'n'Roll-Gefühl auf die Bühne. Das muss nicht perfekt sein. Da muss man einfach mit Verlaub gesagt die Sau rauslassen. Ja, das habt ihr beide gemacht und zwar grandios. Trotzdem hat eine von euch beiden der anderen eine kleine Nasenlänge voraus. Also, alles bis jetzt war sehr angenehm und schön und jetzt fängt es an, ein bisschen haarig zu werden, weil
einen von euch beiden zu behalten und den anderen zu bitten, uns zu verlassen, das ist nicht einfach. Und ich möchte auch hier ganz klar und deutlich sagen, wenn einer hier als Gewinner rausgeht, ist der andere kein Verlierer, sondern er ist auch ein Sieger. Aber für einen ist es vielleicht ein Sprungbrett in eine spannende Zukunft mit Musik. Das ist der beste Trip, den man sich vorstellen kann. Und für mich heute Abend und hier bist du, Sissi, Miss Rock'n'Roll. Sissi, herzlichen Glückwunsch! Du gewinnst dieses Battle! Also, Ladies and Gentlemen, fetten Applaus für Sissi! Engel, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns in der nächsten Runde. Geil, ich hab's noch nicht richtig realisiert. Ich glaube, es war noch eine Stunde zum Sacken lassen. Und dann. Und Jenny, guck mal hier, deine Familie ist so stolz auf dich. Zu Recht. Und gerade auch für mich, weißt du, wo ich die ersten Momente mit dir erleben durfte. Ich habe dich abgeholt zu den Blind Auditions. Fällt es mir natürlich ein bisschen schwer, aber ey, es hat mich so gefreut, dich hier oben zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ja. Alles gut? Alles gut. Super. Dankeschön. Jenny Hart. Oh, alles gut. Ich habe Gas gegeben und ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen. Und jetzt heute Abend trotzdem feiern. Puh.